Hör mal, ich kann dir jetzt nicht alle Einzelheiten erklären. Oh, ein Geheimnis. Es muss doch reichen, wenn ich dir sage, dass du in großer Gefahr schwebst. Du brauchst jemanden, der auf dich aufpasst und der dich beschützt. Ich brauche höchstens eine Nagelfeile. Schätzchen, ich geb's ja zu, es war falsch, dass ich dir was verheimlicht habe. Aber ich werde deine Kaution erst bezahlen, wenn du mir versprichst, dass du dich von den Männern, die ich besorgt habe, beschützen lässt. Und vor wem beschützen? Das ist nicht wichtig! Oh, lass mich raten, vor deinen Gangsterfreunden. Aber vor welchen? Es gibt ja so viele. Vor dem Peruaner oder vor dem Typen, der immer so geschwitzt hat? Ist das zu fassen? Die raucht vor ihm? Wenn die Göre meine Tochter wäre, dürfte sie die ganze Schachtel aufessen. Du weißt, wo wir hier sind. Oh. Die hat keinen Respekt vor Daddy. Hast du das gesehen? Ja. Und ich dachte, ich wäre schon frech gewesen. Ich werde euch Jungs mal die Spannung nehmen. Das sind alles leere Drohungen. Bei diesem Fall bringt es nichts, wenn ihr undercover arbeitet. So, Prinzessin, jetzt mal zu dir. Na, ich werde dir sagen, wie die Sache läuft.